Tja, liebe Leute, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer des Stahlburg-Theaters, so würde es aussehen, wenn wir also den Anordnungen aus Wiesbaden Folge leisten würden und Theater spielen. Wir hätten nämlich exakt 12,6 Zuschauer hier im Saal und die hätten ihren Spaß, nicht wahr? Also sprich, wir lassen das, wir tun es nicht, weil wir halten diese Anordnungen für, sagen wir gelinde gesagt, Humbug und Bauernfängerei. Das ist eine Erfolgsmeldung von wegen, ja, wir tun was fürs Volk, aber das bringt niemandem was. Verstehen Sie uns nicht falsch, wir sind nicht für eine vorzeitige große Öffnung. Also wir sind nicht im Sinne dieser Idioten da, dieser Verschwörungsidioten, der Meinung, dass das alles freigemacht werden soll und es gar kein Corona gab. Ganz im Gegenteil. Ich glaube eher sogar, dass es noch länger geschlossen bleiben müsste, alles im Sinne unserer aller Gesundheit. Aber wir müssen natürlich auch überleben und das können wir so nicht. Deswegen bitte ich Sie, ich habe es schon erlebt, Leute kommen auf mich zu und sagen, oh Herr Herrl, ist ja wunderbar, Sie dürfen wieder spielen. Wir brauchen jetzt keine Spenden mehr. Hey, brauchen wir doch, wir können nämlich nicht spielen. Also ich bitte Sie, helfen Sie uns weiter, so geht es nämlich nicht weiter. Und die Landes- und Bundesmittel flossen auch nur spärlich bislang zu uns, nämlich überhaupt nicht. Und ohne Sie geht es nicht. Tut mir leid, aber nicht so. Also gemeinsam schaffen wir das und irgendwann wird es dann wieder, und zwar ziemlich bald, schönes Theater im Stahlburg-Theater geben. Vielen Dank.